Hallo und willkommen in der Kalion-Forschung. Ein häufiges Element des Weltenbaus ist eine oder mehrere Sprachen, die innerhalb der Handlung zum Vorschein treten können. Grundsätzlich sollte dies in sehr begrenztem Maße passieren, denn die meisten Leser sind absolut nicht daran interessiert, ganze Absätze in einer fremdartigen Sprache zu sehen, die ihnen überhaupt nichts sagt, insbesondere da diese Sprache vollständig erfunden ist. Fantasiesprachen sind somit mehr eine Art Gewürze des Genres. Sie unterstützen die Idee der Fremdartigkeit, doch noch mehr fördern sie ein Gefühl von Realismus innerhalb dieser Fremdartigkeit. Und das lässt eine Geschichte intensiver und überzeugender erscheinen. Man würde als Autor vermutlich nicht über die Stränge schlagen und über Grammatik und Rechtschreibung einer solchen Sprache nicht mehr nachdenken, als es eigentlich nötig ist. Sogar Tolkien hat es zum Beispiel bei der finsteren, schwarzen Sprache von Mordor bei nur einem oder zwei Versen belassen, denn das war alles, was er hierbei gebraucht hatte. Und doch sind auch diese Verse keiner phonetischen Willkür ausgesetzt, sondern haben Syntax, eine grammatikalische Logik, wenn der gesamte Wortschatz auch nicht mehr als 10 Ausdrücke hat. Doch bei einer Fantasiesprache, die auf fast jeder Seite eines Buches zumindest andeutungsweise in Erscheinung tritt, bei Stadtnamen, Personennamen, Ritualen, kann sich ein unbefriedigendes Gefühl einstellen, wenn sämtliche Namen und Wörter einfach nur ein Klangbild darstellen, das der Autor zum gegebenen Zeitpunkt lustig oder interessant gefunden hatte, ohne dass man ein Gefühl von Zusammenhang bekommt, ohne dass man ein Gefühl von Satzbau oder Grammatik bekommt. Der rationale Ratschlag hierbei lautet es, wie Tolkien mit der Sprache von Mordor zu halten, sozusagen nur das nehmen, was unmittelbar auf dem Papier des Romans stehen wird. Und wenn es nur 3 oder 4 Sätze sind, verpasst man ihnen rudimentäre Eigenschaften, die einer Art Grammatik entsprechen und spart seine Energie lieber für die wichtigeren Sachen auf, wie zum Beispiel das Schreiben der Manuskriptseiten. Der weniger rationale Ratschlag lautet, es hierbei wie Tolkien mit dem Elvish zu halten und sich Hals über Kopf in den kompletten Wahnsinn einer konstruierten Sprache zu stürzen. Hierbei kann man nur sagen, lasse die Finger davon. Doch wenn du es unter keinen Umständen bleiben lassen kannst, dann sage ich nur willkommen auf der Party. Dann bist du auch nicht alleine. Denn dieses seltsame Verhalten hat bereits einen Namen, man nennt es Conlang, Constructed Language. Und das ist jenseits der Fantasy- und Sci-Fi-Romane eine recht ernsthafte Beschäftigung mit der Morphologie einer Sprache. In Kreisen junger Linguisten ist es nicht unüblich, mehrere Sprachen zu erfinden, oft nur um ein bestimmtes Gefühl für Phonotaktik oder Syntax zu entwickeln. Es gibt hierzu ganze YouTube-Channel und soziale Netzwerke, wo man seine neue Sprache vorstellen und samt ihrer technischen, linguistischen Spezifikationen hochladen kann. Die führende Fantasy-Sprache in meiner Geschichte ist das Ledonisch, oder auf Ledonisch gesagt, Tuledon. Ledonisch ist eine aposteriorische Sprache mit einem agglutinierenden Sprachbau, die einer Topologiesyntax von O, V, S folgt. Und während das etwas ist, das einen Studenten der Linguistik kaum hinter dem Busch hervorlockt, ist das für uns Laien, Enthusiasten und Amateure eher eine unverständliche Fachsimpelei. Da geht es mir nicht anders. Doch um das zu ändern, sind wir hier. Also bleibe dieser Reihe treu und abonniere meinen Kanal. Als ich damit angefangen hatte, Ledonisch als eine eigenständige Sprache zu entwickeln, war mir nicht bewusst, wie ahnungslos ich bin. Ich wusste nichts über Linguistik, Phonetik und die Bausteine der Kommunikation. Da sind dann unlogische Fehler im Manuskript unvermeidlich. Aber genau deshalb habe ich es in meinen Kalion-Romanen nicht bei einigen coolen, doch vor allem sinnlosen Sätzen in einer Pseudosprache belassen. Kreativ sein und dabei gleichzeitig massenweise neue Dinge zu lernen, was will man eigentlich mehr? Somit sage ich, sei neugierig, lies Bücher, lasse dich nicht polarisieren. Bis zum nächsten Mal. Falls du diesen Beitrag gemocht hast, honoriere es mit einem Like. Und falls dich weitere Stellungnahmen, Schwafelrunden, aber auch faszinierende Ausflüge in die Abgründe des menschlichen Geistes interessieren, wäre es nun an der Zeit, den roten Abo-Knopf zu drücken. Ich denke, du und ich, wir sind bereit. Falls du die Welt von Kalion noch nicht kennst, solltest du mit dem Band 1 anfangen. Er trägt den Titel Teranga Nesuara, was auf Ledonisch so viel heißt wie die lautlose Woge.
Du kannst das Buch überall dort erwerben, wo es heute Bücher gibt, zum Beispiel auf dieser Plattform, die nach einem südamerikanischen Fluss benannt ist, oder bei dieser Firma, die eine Frucht zum Namen hat und diesen Namen auch noch bei den Beatles geklaut hat. Doch falls du ein wenig wie ich bist und eigentlich keine so rechte Lust hast, dich wie ein Konsument zu fühlen, musst du beginnen, wie ein Mäzen zu denken. Ein Erhalter der Künste, eine Patronin des freien Geistes. Wie du siehst, habe ich ein Händchen für pathosgeladene Titel und Bezeichnungen. Doch in so einer Gesinnung gehst du eben nicht auf jene Webseite, die nach einem südamerikanischen Fluss benannt ist, sondern gehst lieber direkt auf die Seite des Verlages und bestellst mein Buch in deren übersichtlichem und effizient gestalteten Shop. Das kostet dich keinen Cent mehr. Doch der Effekt deiner Handlung für den Verlag ist immens. Und für den Autor, aka ich, muss ich viel mehr dazu sagen. www.periplaneta.com